Nach neuer Liebe vom Ex, Maite Kelü ist überglücklich. Nach dem Liebesouting ihres Ex-Mannes gibt es auch bei Maite Kelü, 38, allen Grund zur Freude. Es war ein kleiner Schock. Im Oktober vergangenen Jahres verkündete das Eheaus mit ihrem Mann Florent Trimont. 12 Jahre lang waren die beiden verheiratet. Neun Monate nach der Trennung schwebt Ex-Gatte der Sängerin nun wieder auf Wolke 7. Und? Mittlerweile ist auch sie wieder richtig glücklich, allerdings nicht wegen einer neuen Liebe. Auf Facebook gibt die Frohnatur nun mit einem Posting bekannt, was sie so zufrieden stimmt: Nichts ist so schön, als mit großartigen Projekten zu Wort kommen. Punkt, ich bin einfach überglücklich. Bei dem Projekt handelt es sich, wie ein kurzer Clip zeigt, um die Detlef-Book-Komödie Wuff, bei der eine durchgeknallte Katzenlady namens Lulu spielt. Die Fans sind von diesem kleinen beruflichen Abstecher total begeistert. Du kannst so gut schauspielern, uff. Oder der Herbst ist gerettet. Erst dein Album und dann der Film, was will Fan da mehr? Lauten zwei Kommentare unter dem Beitrag. Nachdem sie 2017 einem Charakter in dem Animationsstreifen My Little Pony ihre Stimme lieh, gab das Schlagersternchen schon im Januar erste Hinweise auf ihr Kino-Comeback. Im Herbst gibt es mich in einer kleinen Rolle auf großer Leinwand. Die Dreharbeiten waren ein Riesenspaß. Und darüber wird es noch einiges zu erzählen geben. Wuff, wuff. Ab dem 25. Oktober kann man dann in dem witzigen Streifen bestaunen.